came from the mud. There's dirt on my hands. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist René von Frame Media und heute sind wir bei dem zweiten Video angekommen in der Playlist Start in die Selbstständigkeit. Diese Playlist soll Amateuren bzw. Anfängern einfach helfen. Sprich, wenn du jetzt ein Profi bist oder schon lange selbstständig, klick weg. Es wird für dich nur doppelt oder dreifacher Input sein, den du schon lange kennst. Ja, heute geht es um das Thema Finanzamt und Steuerberater. Eher, sage ich mal, ein Fokus auf Steuerberater, warum Steuerberater sehr wichtig ist. Auch wenn er in erster Linie Geld kostet, aber er auch in Klammern dann Arsch retten kann. Ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt zwei Steuerberater. Bei dem ersten Steuerberater, ja, der hat halt meinen Kram gemacht so, aber weiß nicht, irgendwie hat es menschlich nicht so gefunkt. Und das finde ich auch sehr wichtig. Also du musst überlegen, der Steuerberater gehört zu deinem Geschäft. Also mehr oder weniger, kann man sagen. Er hilft dir bei Problemen, er hilft, egal was du hast, mit Finanzamt oder irgendwelche Papiere, hilft er dir, wenn er gut ist. Also sollte er auf jeden Fall tun. Ich muss sagen, mein Steuerberater, der ist wirklich 7 Tage die Woche erreichbar. Egal, ob ich ihn jetzt sonntags abends anrufe oder sonntagmorgens, der ist am Start. Du kriegst eine Antwort und du hast einfach nie, hast nie das Gefühl, dass du irgendwie alleine dastehst und ja, verloren bist. Deswegen, ich würde mal sagen, ich würde meinen Steuerberater mal unten vielleicht verlinken. Einfach, wenn ihr noch keinen habt und einen guten Steuerberater braucht, ist egal, wie die Entfernung ist. Er wohnt auch von mir, glaube ich, 1,5 oder fast 2 Stunden entfernt, aber es läuft super. Richtig gute Zusammenarbeit, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, jetzt dazu, warum ist er so wichtig? Also stellt euch mal vor, das Finanzamt meldet sich irgendwann bei euch, weil es irgendwas nicht richtig ist oder irgendwas wurde nicht richtig ausgefüllt. Genau, könnt ihr zum einen euren Steuerberater fragen, zum anderen sollte sowas erst gar nicht passieren. Also wenn du einen guten Steuerberater hast und du jetzt, sage ich mal, deine Steuer machst, beziehungsweise er macht die und er dir das dann übergibt, übermittelt und du machst den Rest online, kommt immer darauf an, wie du das machst, gibt da 2, 3 verschiedene Wege. Worauf ich jetzt aber nicht genauer eingehen will, muss halt jeder selber entscheiden oder sich selber einfach mal schlau machen. Richtig, also bei jeder Zahl, bei jeder Nummer, so war es bei mir am Anfang, was das Thema Steuer betrifft, ganz ehrlich, bin ich nicht die hellste Kerze am Tisch. Ja, und genau, also bei jeder Nummer, bei jeder Frage, bei jedem Brief, der kommt, rufe ich ihn an, schreibe ihm, mache ein Foto und habe innerhalb von ein paar Stunden eine Antwort und Klarheit. Zum einen ist es auch eine große Hilfe, weil du kannst ja dein ganzes Equipment abschreiben, Teils absetzen, Geschäftsessen absetzen und alles, was mit dem Geschäft zu tun hat, kannst du absetzen. Und das sind halt auch immer so Punkte, weil ich glaube jetzt nicht, dass man wirklich alles absetzen kann. Im Sinne von, weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einkaufen gehst, kaufst dir Essen ein und gibst dir einfach ein als Geschäftsessen. Ich glaube, das funktioniert jetzt nicht. Also alles, was auch im privaten Zuhause stattfindet, ist weniger absetzbar, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe auch, also meine Wohnung geht über 2 Etagen, ich habe oben ein Büro eingerichtet und das kann ich, weil es zu Hause ist, nicht 100%ig absetzen, nur teils. So viel dazu. Genau, wichtig ist, besorgt einen guten Steuerberater, mit dem du cool bist. Würde dir empfehlen, vielleicht auch einen zu suchen, der jetzt nicht so alt ist, vielleicht ein bisschen jünger, damit ihr einfach irgendwo auf einer gleichen Wellenlänge seid. Bei mir ist noch der Vorteil, die Freundin oder Frau von meinem Steuerberater, die ist, glaube ich, Fotografin oder auch irgendwie was so in der kreativen Medienbranche. Und da hat er einfach schon gewisse Vorkenntnisse und auch extrem viel Ahnung, muss ich sagen. Genau, deswegen kann ich den wirklich empfehlen. Warum ist noch ein Steuerberater wichtig? Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein richtiges fettes Problem habt oder irgendwas falsch gemacht wurde bei den Papieren, ihr müsst ja quartalsweise oder jeden Monat müsst ihr ja Steuer abführen, Vorsteuer, Schießbesteuerung, den ganzen Kram, am Ende vom Jahr Einkommenssteuer, wenn ihr über einen gewissen Umsatz kommt. Und wenn ihr jetzt da zum Beispiel einen Fehler habt oder irgendwas ist und da ist der, sage ich mal, euer Vormund ist der Steuerberater. Er ruft wirklich bei dem Finanzamt an, klärt es und genau, er ist so gesagt mehr oder weniger mitten in eurem Geschäft drin. Ihr solltet das auch sehr schätzen, egal ob der jetzt Summe X kostet, was ihr auch wieder absetzen könnt, weil es ist fürs Geschäft. Also es ist gar nicht nachteilhaft. Am Anfang habe ich immer gedacht, absetzen, Steuer und so weiter, das ist immer negativ, weil man sieht halt immer nur, ah, man muss jetzt wieder was ausgeben, aber hat jetzt zum Beispiel die letzten 2 Wochen nicht viel verdient. So darfst du das nicht sehen, du musst es immer quartalsweise sehen. Genau. So viel zum Thema Steuerberater. Wenn du da irgendwie noch eine Frage hast, am besten einfach mal einen Kommentar schreiben oder wenn du
noch keinen Steuerberater hast und einen richtig guten suchst, würde ich dir meinen empfehlen. Die Kontaktdaten sind, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Und muss dazu sagen, ich habe ihn kennengelernt auch nur durch eine andere Empfehlung von einer Fotografin aus München oder Nürnberg. Also sie wurde auch 2-3 Stunden entfernt. Alles über Social Media mehr oder weniger. Genau, so viel dazu. Bis zum nächsten Video und ich hoffe natürlich, du konntest wieder was lernen. Mach's gut. Strong!